Hallo, mein Lieben, und willkommen zurück zu Die Sims 4, die Reise nach Batuu. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben mit unseren zwei Charakteren. Falls ihr Part 1 verpasst habt, bei dem i. Ja, ich habe jetzt das Let's Play hier gestartet von Die Sims 4, Reise nach Batuu. Im ersten Part habe ich sozusagen meine Familie hier kreiert. Das ist Moni, das ist Bale. Das sind meine zwei Charaktere, sind nicht familiär irgendwie verwandt. Genau, das ist der. Sie wird sich dem Widerstand sagen, ordnen, wie auch immer. Und er hier wird ein Schurke werden. Das sind jetzt zwei Laufbahnen, die ich geplant habe. Wir haben jetzt hier auch im ersten Part die ersten Jobs, die ersten Missionen erfüllt. Müssen uns jetzt neue Jobs suchen, beide Charaktere. Und müssen jetzt auch hier die Hauptmission weiter verfolgen. Die nächste Aufgabe ist sozusagen, alle Nachbarschaften auf Batuu besuchen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt schauen wir. Ich glaube, auf M. Ah ja, ist die Karte. So, dann fahren oder fliegen wir mal oder laufen, wie auch immer, mit dem Auto hier. Fahren wir beide mal im Bereich des Widerstands. Da ist ja auch. Also Moni möchte ja auch dem Widerstand irgendwann beitreten. So, jetzt sind wir hier beide beim Widerstand. Mission für den Widerstand oder erste Ordnung abschließen. Was musst du noch machen? Achso, er musste gar nicht mit. Egal, der ist er jetzt halt mitgekommen. Er muss 5 Partien Sabak gewinnen. Dann müssen wir wieder zurück zu Ogas Kantina und ein Getränk in Ogas Kantina bestellen. Und er will 3 der Programmierfähigkeit erreichen. Okay, das war jetzt ein bisschen unnötig, dass er mitgekommen ist. Aber egal. So, ja, dann haben wir sie hier beim Widerstand. Schauen wir uns mal um. Wir sind ja jetzt hier im Wald. Das haben wir ja im ersten Part erfahren, dass der Widerstand im Wald lebt, sozusagen. Ja, wen haben wir denn hier? Hier haben wir Leutchen rumlaufen. Ah ja, hier ist das Lager. Ich glaube, das ist ein X-Wing, wenn ich mich nicht täusche. Kann da draufklicken? Ja, ein X-Flügler. Die deutsche Bezeichnung ein bisschen. X-Flügler ist ein bisschen. Mag's nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein X-Wing. Hier haben wir, glaube ich, das Anführerin. Die gehört der Stand. Ich mag Haare. Die sollen wir mal in der Rede. Komm, wir stellen uns mal freundlich vor. Kennt sie uns schon mal? Und warum läufst du jetzt schon wieder weg? Wie? Noch ein bisschen mit der Steuerung. Nicht so vertraut. Genau. Die stellen wir uns jetzt vor und dann fragen wir mal nach dem Widerstand. Vielleicht gibt es uns ja auch schon die erste Aufgabe, aber wir müssen im Bereich von der ersten Ordnung müssen wir noch besuchen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Du sollst doch nicht so viel quatschen. Oh, Bale, geh weg. Dich kümmern wir uns gleich. Du sollst dich. Ah! Mag das nicht, wenn die weglaufen. Und ich sie nicht treffe. So, ich wollte mich freundlich vorstellen und dann ja nach dem Widerstand fragen. Vielleicht gibt sie uns ja auch schon die erste Aufgabe. Weil wir brauchen mehr Geld, weil wir wollen uns ja auch irgendwann Lichtschwerter kaufen und einen Druiden. Ich weiß noch nicht, ob ich R2D, also so eine Art R2D2 drucken möchte. Oder ein BB-8, aber ich glaube ein BB-8, weil ihr vielleicht unschwer erkennen könnt. Na gut, auf dem kleinen Bild kann man das schwer erkennen. Habe ich BB-8 auf meinen Ohren und wo bist du jetzt eigentlich? Oh, ganzen Wald laufen. Ja, was haben wir denn noch hier sonst? Wir haben hier ein Zelt, in dem man schlafen kann. Wie geht's mir eigentlich? Weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich hier so zweitrangig, so die menschlichen Bedürfnisse hier gerade. Kann man auch noch schlafen. Also hier sind die Zelte. Ich sage, das sieht echt cool aus hier in den Welten. Echt naturgetreu, die Geräusche. Hier kann man sitzen. Und ist ein aktiver Sim. Ja, das ist toll. Das steht da. Das kommt drauf an, wer fragt. Wenn du Widerstand unterstützen möchtest, musst du dich bewähren. Versuche mit anderen Mitgliedern Widerstand zu reden. Okay. Dann machen wir das gleich weiter. Ich muss mich jetzt mal hier weiter umschauen. Was haben wir hier noch? Ganz viele Schlafzelte. Ein Geschütz.
Ja, hier ist halt. Was habe ich? Ist auf jeden Fall ein super schöner Wasserfall, also schön aus. Ich erhole mich gerade. Bäm, bäm, bäm. Hier sind noch irgendwo noch Höhlen, aber die werde ich wahrscheinlich irgendwann anders erkunden müssen. Das ist jetzt sonst hier zu lang. So, dann fragen wir jetzt mal einen anderen aus dem Widerstand. Die laufen mir alle zu schnell hier rum. Das ist Bale, den fragen wir nicht. Widerstand. Nach Widerstand fragen. Da müssen wir gleich erstmal. Also gleich reisen wir erstmal nochmal zurück zur Ogas Kantine. Dann lassen wir da Bale sagen, seine Aufgaben erfüllen und dann fahren wir nochmal zu. Ja, gehen zur Bezirk der ersten Ordnung. Ich vertraue darauf, dass du den Menschen auf Batuu etwas Gutes tun möchtest. Wenn du zu einem Mitglied des Widerstands entzünde den Funken sagst, sagt es wichtige Informationen. Okay, entzünde den Funken. Kommt der jetzt auch noch dazu? Wird ein Gruppengespräch hier. Hallo, wer bist du? Weiß ich nicht. Ah, du, da. Tu oder. Ich habe gehört, dass du hier auf Batuu etwas verändern möchtest. Ich kenne mittlerweile oder möglicherweise eine Gruppe, die deine Hilfe gebrauchen könnte, aber ich muss sicherstellen, dass deine Werte mit ihren übereinstimmen. Beginne, indem du die erste Ordnung beobachtest und mir Bericht erstattest. Meine Ohren fallen runter. Dann reden wir über deine Einführung. Ja, dann nehmen wir das doch an, weil wir müssen ja eh zur Bezirk der ersten Ordnung. Das passt doch. Ja, super. Achso, wir müssen die abschießen. Okay, dann ist das unsere nächsten Aufgaben hier. Aber wir reisen dann erstmal jetzt zurück auf M zur Ogas Kantine. Und die Ohren rutschen mir wieder vom Kopf. Bale nehmen wir mit, weil der muss da seine Aufgaben weitermachen. Dann reisen wir gleich alleine zur ersten Ordnung. Aber erstmal kümmern wir uns kurz um Bale. Ich mag auch, dass die Originalmusik im Hintergrund ist. So, wo haben wir denn meinen Bale? Er hat noch keinen Job, aber er muss in der Kantine ein Getränk bestellen. Dann machen wir das doch. Getränk bestellen. Was denn? Oh, ist das teuer. Alter, was ist da drin? ein Black Spire Brew. Hat irgendwie Kaffee. Cold Brew Kaffee. Und dann werden wir auch dann Sabbatsch spielen. Suche die Sabbatsch-Tische in Ogas Kantina, wähle einen Tisch und dann Sabbat spielen oder mitspielen. Sabbatstische können auch gekauft. Also, wahrscheinlich. Ah ja, genau. Willst du dir ein Getränk bestellen? Ja, hast du. Oh, schon. Ah ne, macht er. Oh, er braucht Spaß. Ja, vielleicht kriegst du ja beim Sabbatspielen Spaß. Quatsch? Egal. Dann trinkst du das jetzt und dann spielst du hier, mit. Nehmen wir denn? Oh, komm. Alle. Drei Stück. Geht's dir? Was müsst, ja, du müsst erst in Ordnung fahren, aber das hat nicht. Dann kannst du mal hier trainieren. Stützen. Weil wir müssen ja sportlich fit bleiben. Aber das dauert jetzt hier auch ein bisschen. Ich stehe Bale hier. Er spielt schon, ne? Hier auch was? Oder kommen jetzt erstmal die Teilnehmer? Party. Oh, der hat richtig Bock. Ist das hier? Dennison. Ja, der hat richtig. Okay, jetzt geht's hier los. Ob wir clever genug sind. Wir sind ja ein Genie. Eigentlich müsste es ja nicht so schwer sein. Geht hier auch gut ab. Ach, Hondo. Auch noch reden. Job. Aber erstmal müssen wir mal hierfür mit dem Sabbat. Okay. Er ist jetzt hier beschäftigt. Du bist auch schon fertig. Ja, dann reisen wir jetzt mal zur ersten Ordnung. Alleine, ohne Bale. Bale bleibt da und zockt weiter. Ins Spielen. Ein Glücksspiel.
Ja, jetzt haben wir das schon und jetzt müssen wir noch die Mission abschließen. So, wir sind jetzt hier bei der ersten. Ja, hier hängen auch die Flaggen der ersten. Steuerung. Anschauen, wie das Fahrersteuer funktioniert. Ich bin da noch ein bisschen unbeholfen. Das ist halt. Was ist das hier so? Ich Zeit damit. Schauen. Komme ich erst an. Gar nichts. Naja, okay. Schauen wir uns mal um. Was müssen wir denn hier machen? Mit Sturmtrupplern der ersten Ordnung reden. Ja, aber ich brauche einen Sturmtruppler. Ah, da ist ja einer. Hallo, nicht weglaufen. Stopp! Nein! Ich möchte mit diesem Sturmtruppler hier reden. Ja, dann stellen wir uns mal freundlich vor. Weil mit denen sollte man es auch nicht mehr spaßen, sozusagen. Die können, glaube ich, man kann auch verhaftet werden. Vielleicht werden wir das wahrscheinlich irgendwann an Schurke. Das sehen wir dann noch. Ja, hier haben wir den Sturmtruppler mit seinem orangen. Was müssen wir noch machen? Ein Team. Cholion analysieren. Das ist auch noch. Okay, dann, welche schlechte Nachrichten vergeben? Lichtschwertern schwärmen. Weiß nicht, ob das kommt. Da muss ich jetzt mit einem anderen, Sturmtruppler sprechen. Wahrscheinlich. Ah, da ist einer. Stopp! Stehen bleiben. Sturmtruppler. Was, warum legst du den Müll denn jetzt dahin? Das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier keinen Dreck in der, bei der ersten Ordnung, obwohl sie es verdient. Hallo, ja, so, super. Versorgungskisten der ersten Ordnung erforschen und. Über ihre Bauweise zu erhalten. Okay. Dann suchen wir das mal. Auch hier ist eine Forschungs. Ja. Machen wir das. Ah ja. Hier ist der Leutnant Agnon. Weiß nicht, ob ich die nehmen soll oder doch lieber die, weil die da alle langlaufen. Das ist, wäre sonst. Ich, obwohl, stopp! Dahin ist noch eine. Ein bisschen schützen. Ja, nehmen wir die. Hier sieht's aus wie Hotelpark. Also sehr schön grün. Was läuft denn da? So, dann, ja. Versorgungskistung. Erst in Ordnung. Und dann müssen wir dieses analysieren. Er geht wieder. Scheint gut ausgerüstet sein und die Ausrüstung wird nicht immer bewacht. Ich werde den Widerstand davon berichten. Ja, das ist doch super. Wie geht's dir eigentlich? Hast Hunger? Ja, dann, hier war doch hier irgendwo ein Stand. Ja. Hier. Essen bestellen. Was? Oh, blaue Milch gibt's hier. Die gibt's ja in Galaxy's Edge auch. Ich leider noch nicht. Kommt aber immer die blaue Milch. Werde ich hoffentlich irgendwann mal probieren können. So, jetzt müssen wir immer noch dieses Thai. Hey, ich weiß leider nicht, wie das aussieht. Aufladestation. Verschwindet. Ja. Nein. Was kaufen? Ein Droiden kann man auch kaufen.
Gut zu wissen, aber hilft mir nicht. Ah, X kennen. Aber gespielt. Behält mir die. Ja, und da halte ich mal weiter mit dem Sturmtruppler. Ich suche nämlich noch. Och Mann, das tut mir jetzt so leid, dass ihr warten müsst. Aber irgendwie Hecken üben. Steht denn da? Check der ersten Ordnung, ja. Datenbericht. Schaltet gleich mein Fernseher aus. Ach, die Probleme der Technik. So. Ich hab's gefunden. Nee, analysieren muss ich. Ich scanne. Hab's gefunden. Ah. Glück. Also so sieht ein TI Echelion aus. So, da analysierst du. Dann, warum hast du immer noch Hunger? Ah, die muss auf Toilette. Ja. Toilette. Bei der ersten Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück. Der Stand, da waren ja. Achso, genau. So, dann gehen wir zurück. Dann war da, glaube ich, auch eine Toilette. Lager des Widerstands. Und dann gucken wir mal, was Bale macht. Ob er jetzt schon beim Sabak gewonnen hat. Aber dann haben wir schon eine weitere Mission abgeschlossen. Das freut mich. Aber jetzt erstmal zu den Zellen. Oh, hier waren die. Aber ich wollte hier auf Toilette. Kann ich hier nicht auf Toilette gehen? In den Busch gehen oder was? Da war sie jetzt auch. Busch oder was? Hallo? War im Busch. Okay, also hier auf Batuu geht man in den Busch auf Toilette. Naja, gut. Dann machen wir mal hier Berichterstattung. Ah ne, das ist die. Zeichen über dem Kopf. Kann sich aussprechen. Über Bewegungen der ersten Ordnung. So. Dann machen wir das gerade und dann gehen wir rüber zu Bale und kümmern uns etwas um ihn. Abwechslungsreicher wird. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Dann bleibst du hier, dann kannst du dich weiter unterhalten. Dann kümmern wir uns um Bale. Ja. Kannst du auch schneller reden? Hat alles super funktioniert. Die erste Ordnung. Ah, sie müssen ins Bett. Das haben wir aber nicht herausgefunden bei der ersten Ordnung. Wer lauscht hier schon? Oder sie? Ich weiß es nicht. So, jetzt schreibt sie dir das schön auf mit QR-Code. Jetzt habe ich Geld, das freut mich. Hä? Ich hab doch Bericht erstattet. Wieso läuft sie denn jetzt weg? Hä? Okay, dann direkt der Chefin. Ja. Erste Ordnung, nee, Widerstand unterstützen. 1200, da habe ich viel Kohle bekommen. Die Auseinandersetzung zwischen der ersten Ordnung und dem Widerstand hat sich nach Batuu verlagert. Der Widerstand wird von der Hoffnung auf Freiheit angetrieben, während die erste Ordnung ihre Kontrolle ausweiten möchte. Ausweiten möchte. Welche Seite wirst du während deines Aufenthalts auf Batuu unterstützen? Dein Bestreben jederzeit ändern. Da wir ja gesagt haben, wir wollen den Widerstand unterstützen und aussehen wie Ray, ich glaube, voll. Wenn wir den Widerstand unterstützen. So, jetzt hat sich hier auch unsere Hauptmission verändert. Wir sind jetzt Hoffnungsträgerin für den Widerstand und haben neue Hauptaufgaben bekommen. Und im neuen Job werden wir uns später kümmern. Ja, du kannst hier erstmal weiter trainieren. Das ist gut. Machen wir hier.
Und dann gehen wir mal schauen. Er schläft anscheinend, aber dann gehen wir. Wieder. Auf Batuu tobt eine Auseinandersetzung von. Er hat den Anfang mitbekommen. Nun ist der Zeitpunkt, sich für eine Seite zu entscheiden. Soll die erste Ordnung dabei unterstützen, Kontrolle über Batuu zu übernehmen, oder soll sie dem Widerstand beitreten, der die Pläne der ersten Ordnung durchkreuzen möchte? Uni hat Credits von der Fraktion erhalten, der sie gesagt hat. Klug. So. Jetzt möchte ich trotzdem. Schläft? Schläft. Ach, okay. Dann, gehen wir doch zu Bail. Wie gesagt, das mit der Steuerung muss ich hier mir noch genauer anschauen. Ich wollte doch gar nicht rüber zu Cantina. Okay. Wo ist denn Bail? Hat er jetzt gewonnen? Der hat überhaupt. Ich dachte. Also. Ich wollte hier spielen. Meinetwegen. Oh, mitten in der Nacht ist keiner mehr. Bin nicht so einfach hier bei den Schurken. Naja, dann spielen wir jetzt hier Partien und dann reden wir mit ihm für einen Job. Mal ein bisschen Party machen. Mal mitspielen? Dann spiel halt mal mit. Wenn er nicht schaden. Sagen, das spulen wir jetzt mal traurig. Also. Hallo, streng dich mal ein bisschen an. Aber er hat schon mal jetzt eine Stufe weiter. Warum verlieren die ganze Zeit Geld? Hallo, streng. Also, stopp. Verlieren zu viel Geld. Stopp. Müssen mit anderen spielen. Der hier ist ein Pro. Also, du hörst auch jetzt mal auf, hier zu spielen. Zu viel Geld. Ja, die kann jetzt ins Bett gehen. Hör auf zu spielen. So, dann reden wir jetzt erstmal mit ihr. Na, Schurk. Hab alles Geld verspielt. Wie könnt ihr? Also, wir spielen wieder. Ja. Schurken, haha, wir sind Piraten. Okay, das haben wir schon mal gehört. Mit Munition zu. Was sehe ich da? Ein frisches neues Gesicht. Hast du Lust mit mir Sabbat? Nein. Spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, jemanden richtig kennenzulernen. Was hast du zu verlieren? Du könntest einen Freund finden. Außerdem könntest du eine Weile mein gutes Aussehen genießen. Streiten. Okay, dann wohl mit ihm noch mal spielen. Weh, du verlierst schon wieder. Ich mal einladen. Hallo. Jetzt hin. Anderen Tisch. Anderes aufgeräumt oder was? Okay. Auch noch besiegen. Oh Gott. Spannend, ob das funktioniert. Ich glaube, wir werden sehr viel Geld verlieren. Schlafen. Und jetzt hier Happy Birthday oder was? Also die Musik gefällt mir hier. Naja, dafür wird automatisch ja dann unsere Hauptmission auch aufgefüllt. Alter, wie viel Geld ich verliere! Wir wollen uns doch mal was leisten können. Was trinken. Das ist voll der Pro. Streng dich doch mal an. Schon wieder. Hallo. School specialty.
Der glade Buffer. Ah. Die Haare irgendwie oder die. ja, oh, oder was auch immer. Die Gestalt. Frau Sheila. Davor, der Gegner, so, davor. Toll, jetzt hat er schon wieder. Jetzt hat er gewonnen. Toll. Funktioniert der super. Ja, nie was. Ich spule das jetzt mal ein bisschen vor. Ich hatte gerade. Ja, die ganze Geld. Was? Aber jetzt bin ich. Also dank deinem Glücksspiel, Bale, bin ich gleich pleite. Oder wir. Das Geld von Moni und dir. Also musst du einiges nachholen hier bei deinen Schurkenjobs. Ja, ist super. Okay. Warum machst du das? Oh! Energie geladen. Okay. Schön, aber du sollst gewinnen. Fresh. Ja, aber Sonne. Nimm so. Oh. Nein, oh, wieso kommt das denn etwa wieder? Das sollte ich doch. Nimm so. Jibs. Jibs. Dirty Sloof. Immer weniger. Vula Ebni. Okay, dann. Jetzt hat er schon wieder gewonnen. Ich bin echt gleich pleite. Wir haben gleich eine Hauptmission geschafft. Das ist doch irgendwie. Wie kann man denn besser werden? Kann man da irgendwie besser werden? Da musst du erstmal gegen andere spielen. Moment, ich mach das jetzt anders. Strategisch anders. Ich setze mich jetzt hier hin. Und dann versuche ich jetzt mal hier zu gewinnen. Logisch spielen. Wo bin ich denn? Soll ich da hinsetzen? Spielen. Bin wieder wach, das ist ah, schön. Aber da ich noch einmal spielen muss. Ja, könnt ihr jetzt spielen oder? Mit. Ja, ah. Hallo, hallo. So, jetzt geht's los. Ich bin voller Zuversicht, da Geld zu finden. Nein, ich. Selbstsicher spielen. Ja. Dank der neuen Logikfehler von Bale kann sich Kartenspielen schaffen. Aber ja, wahrscheinlich ist hilfreich, wenn er ein bisschen logischer denkt. Ich verliere schon wieder die ganze Zeit Geld. Ich brauche wieder Geld ins Haus. So. Haben wir denn hier Mitglieder des Widerstands? Oder sind das alles Schurken? Zur ersten Ordnung. Quatsch, zum Widerstand. Charisma. Oh, ich hab gewonnen! Mensch, weiter! Weiter geht's. Uff. So, dann spiele jetzt hier weiter ein bisschen, übt. Und wir gehen jetzt erstmal zurück zum... Ah, ich hab gar keinen. Ja, dann gehen wir zurück zum Widerstand. Widerstand. Nee, Bale. Ja, entschuldigt bitte meine kurzen Aussagen. Aber irgendwie, ich finde diesen Ausmaß echt gut. So, jetzt sind wir hier im Wald erstmal wieder. So, da haben wir ihr. Also. Kenn ich schon noch. Naja, freundlich vorstellen. Kenn ich ja schon.
Alle noch am Schlafen? Naja, haben wir ja schon mal eine Person. Alle ausgeflogen. Von Batu erkunden. Schau mal, stimmt. Dann, während ich hier die Person. Auch noch mal die Hüllen von Batu. Ah, da ist jemand. Weglaufen. Stop! Könnte ich vorstellen. Ja, das läuft wieder super, ne? Ich hab mich doch gerade vorgestellt. Wo wird denn. Oh. Ah, da ist eine Höhle. Dann machst du das zuerst, wenn du dich den Leuten nicht vorstellen möchtest. Zwei Missionen für den Widerstand. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja noch mit Leuten reden für einen neuen Job. Der Bale verspielt ja alles hier beim Sabatsch. Da muss ich jetzt Frau Geld reinholen. Art Geier oder so. Ja, dann geh du mal hin. Und dann entzünde den Funken. Ach. Rein. Schneller vorspulen, weil das. Ich hoffe. Naja. Moni erkündet das Weglabyrinth in der Höhle und erreicht eine große Öffnung. Wasser tröpfelt rosigen Wände hinab und sammelt sich auf dem schlammigen. Als sie weitergeht, bleibt sie plötzlich im Schlamm stecken. Alle Bemühungen einlassen, nur noch tiefer einsinken. Nachdem sie ihre gesamte Energie eingesetzt hat, um sich zu befreien, kehrt sie erschöpft zum Ausgang zurück. Um sich eine lange Pause zu gönnen. Ja, das ist schlecht. Was, wie geht's uns? Naja. Ich bin eher müde. Aber das haben wir jetzt geschafft. So, dann reden wir jetzt mit. Irgendjemand. Ist da wieder low? Dann holen wir uns einen neuen Job. Ab. Ermüdet. Schaffst du schon. Wir möchten auch dem Lichtschwert, aber. Weil wir kein Geld haben. Das kriegt man in Batu. Im. Nicht Batu. Lager. Namen kurz. Ja. Ja. Komm, mehr Leute, wo kommen die von mir? Was haben wir denn? Padma. Padmonsam. Wenn du dich immer noch. Helfen, Kommunikation der ersten Ordnung zu stören. Ihre Technologie ist stark gesichert, aber wir hoffen, dass sich jemand mit deinen Fähigkeiten unten einhackt. Trifft unseren Freund, in Anführungsstrichen, in Ogas Kanal. Da erhältst du weitere Informationen. Ein riskanter Empfang, aber Taten sagen mehr als Worte. Zeige Einsatz, ich anschließend. Ja, dann machen wir das doch. Passt doch. Aber wir stellen uns jetzt hier noch welchen vor. Freundlich vorstellen. Noch hier. Ja, du bist ermüdet, ich weiß. Stellen. Oh. Mal zwei. Oh, haben wir noch jemanden? Da rennen sie alle weg. Freundlich vorstellen. Und dann müssen wir die zwei Missionen abschließen. Reisen wir zurück. Was kann.
Du sollst da nicht plaudern, du sollst nicht. Freundlich. Kommen dann immer alle dazu. Chat. Oder gar nicht. Nummer 2 haben wir jetzt auch. So, jetzt kannst du da aufhören zu labern. Nummer 3. So, dann das auch. Erfüllt. Dann gehen wir mal gucken in Ogas Kantine, ob wir den, in Anführungsstrichen, Freund finden. Und gucken, wie Dale sich beim Rabatsch macht. Ex-Bayer, Außenposten. Name ich auch. Dale. Könnt ihr gerne mal unten kommentieren, wie ihr bisher das Spiel so findet, optisch und vom Gameplay her. Würde mich mal interessieren, ob es euch gefällt, ob ihr es vielleicht auch spielen wollt, machen würdet. Ja, könnt ihr gerne kommentieren und auch könnt auch gerne unten kommentieren, was ich noch mehr machen soll. Ja, wie sich das Spiel so weiterentwickelt, könnt ihr gerne mal kommentieren oder was ich alles erledigen soll. Jetzt hier. Kondo plaudern, ob das hilft. Level 3 der Programmierfähigkeit. Ja, dann das auch. Ja, du hast Hunger. Dann essen wir erstmal was. Ja, ich kaufe. Essen bei. Ja. Bellen. Läufst du denn schon wieder hin? Ah, ne, dann. Und du machst. Du musst diesen Kumpel da suchen. Diesen anfänglichen Freund. Schattenstift von Schurken erhalten. Komm, gönn dir mal ein Ronto-Cap. Schurke. Datenstift. Datenstift von Schurke. Kontakt erhalten. Erhalten. Ich wollte jetzt mal gleich gucken, ob ich das kaufen kann schon. Ah ja. Erhalten. Falsche? Nein und. Essen? Ja. Danach kannst du direkt wieder weiterspielen. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Ja. Besiegt hast, ja. Ich würde sagen, dann schauen wir nochmal, was sie sich kaufen kann. Ah ja, ein Lichtschwert. Ja? Datenstift haben wir ja. Ein reich verzierter Lichtschwertgriff. Urgewalt. Okay. Hier einen blauen Kristall. Im Herzen jedes Lichtschwertes befindet sich ein Cyberkristall. Die meisten stammen von Planeten Ilum. Kristalle können mit einem Lichtschwertgriff kombiniert werden, um ein funktionstüchtiges Lichtschwert herzustellen. Okay, also brauchen wir auf jeden Fall einen Kristall. Ich hätte aber gern einen blauen statt einen grünen, weil rot ist ja die erste Ordnung. Und dann brauchen wir ja noch ein Lichtschwert. Ein Lichtschwert. Und ja, ein Lichtschwert. Wir bekommen bestimmt irgendwann eins oder finden eins, aber. Ja. Das Lichtschwert ist eine elegante Waffe aus einem zivilisierten Zeitalter. Es schneidet die stärksten Materialien. Ausgekügelsten Waffen werden in erster Linie vom Jedi und Sith verwendet. Aber Savi hat eine Möglichkeit, eins nachzubauen. Ja, dann kaufen wir uns das jetzt. Kostet 700. Ich weiß nicht, wie viel. So. Vielen Dank, dass du bei mir Antiquitäten kaufst. Du findest deine Objekte in deinem Inventar. Ja, dann benutzt du das doch mal. Ach, du hast auch Hunger. Dann ess erstmal was. Dann schauen wir uns das Lichtschwert an und dann beenden wir den Part. Du bist wieder am. Nee, du bist immer noch am Essen. Essen. Schauen wir uns mal den vegetarischen Wrap. Und Vale, du musst auch mal Mission erfüllen, sonst wird das hier nichts mit dem Geld.
Toilette kann er gleich selbst gehen, aber... So. Essen? Ja. Okay, dann packen wir doch... Kristallsammlung haben wir eingekauft. Ah, da. Cyberkristall anbringen. An gelben. Aber ich wollte ja ein blaues Lichtschwert. Woo! So, jetzt kannst du hier mal dein als das Lichtschwert fest. Und mit Lichtschwert trainieren. Auch noch einen für Bale kaufen, aber der hat noch keinen verdient. Ja, passt das doch, Mensch. So kann auch der Part gut enden. Im nächsten Part werden wir dann weiter... Ich kann noch ein bisschen hier trainieren, weil irgendwann müssen wir auch gegen ihn kämpfen. So süß. Also im nächsten Part wird dann hier weiter vorangeschritten in ihrer Mission. In ihrer Mission, den Widerstand. Das versuche ich dann zu beenden. Und bei Belior, der versucht, Honda irgendwann beim Sabbatsch zu besiegen, was wahrscheinlich irgendwann was dauert. Unmöglich. Weiß nicht. Wahrscheinlich. Stehst du hier? Auf Toilette. Ah, war schon im Busch. Alles klar. Scheinbar war er schon im Busch. Mensch. Du sollst doch... Eigentlich wollte ich jetzt den Part verändern. Also, du trainierst und du gehst jetzt hier... Du wolltest auch hier mitspielen. Genau, also. Bale wird weiter an seinen Sabbatfähigkeiten üben. Und Moni wird weiter hier mit Lichtschwert üben und ihre Fitness sozusagen verbessern. Genau, also, so beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder zu Part 3 Sims 4 Reise nach Batuu. Bis dann!